Hallo, ich bin Carsten und heute begrüße ich euch mal in einer für mich etwas ungewohnten Kulisse. Und zwar hat das folgenden Grund. Ich habe es tatsächlich geschafft, 100 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Also ich weiß gar nicht, ich finde das so toll. Ich meine, okay, da sind immer noch ein paar Bekannte dabei, Arbeitskollegen dabei. Aber wirklich der große, große Teil, wenn man sich das mal vorstellt, sind für mich fremde Menschen, die sich meine Videos angucken, die sich meine Touren angucken. Und das ist eine ganz tolle Sache für mich. Ich hatte mal so, als ich angefangen bin mit den Videos, hatte ich mal so gesagt, ja, wenn ich so Ende des Jahres mal in die Nähe der 100 komme, sowas was ich 80 oder so, dann wäre ich schon zufrieden. Koch mir mal nebenbei einen Tee. So, während mein Tee zieht, würde ich sagen, ich habe mir natürlich auch nicht nehmen lassen und habe eine, 100 plus Abo Challenge mir ausgedacht. Und zwar habe ich mir gedacht, ich bin ja absoluter Fan von Moos, Moos an Bäumen, Moos auf Steinen, bemooster Waldboden, finde ich super, super toll. Und darum habe ich mir gedacht, ihr könnt mir ja mal eine Runde Moos schicken. Und zwar soll das Ganze folgendermaßen ablaufen. Ihr habt die Möglichkeit, entweder mit einem Foto mitzumachen oder natürlich wieder, was mich besonders auffreuen würde, mit einer Videoantwort. Videoantworten verlinkt ihr bitte einfach als Kommentar unten unter diesen Film. Wenn ihr mir ein Foto schicken wollt, blende gleich mal hier unten die E-Mail-Adresse ein. walking.eddy@firemail.de. Fire im englischen Sinne von Feuer, nicht mit Fire wie Party, auch wenn es jetzt passen würde. Und da könnt ihr mir dann gerne Bilder von euren Wanderungen zeigen, wo ihr eine schöne bemooste Wurzel, Stein oder sonst was. Ich zeige euch mal hier oder hier ganz gerne auch ein Beispiel, was ich meine. Wenn ihr mir also an meine E-Mail-Adresse ein Foto oder einen kleinen Videoclip schickt, erlaubt ihr mir aber auch gleichzeitig in meinem Verlosungsfilm, möchte ich ganz gerne im Abspann diese Fotos bzw. diese kleinen Clips zeigen. Das erlaubt ihr mir stillschweigend, sag ich jetzt mal so, wenn ihr mir das Foto oder das Video zuschickt. Wie gesagt, ganz normale Videoantworten sind mir natürlich auch herzlich willkommen. Und da es sich ja mittlerweile so eingebürgert hat, bekommen bei mir natürlich Videoantworten auch zwei Lose. Und Fotos oder kleine unbearbeitete Videoclips direkt vom Handy könnt ihr euch schicken. Die bekommen dann von mir ein Los. So, ich sage ein oder zwei Lose, das heißt, bei mir gibt es dann natürlich auch was zu gewinnen. Und ich hole dann mal die Preise raus. So, was gibt es zu gewinnen? Zu gewinnen gibt es für den dritten Preis den
von vielen geliebten, von manchen auch gehassten M71, Notkocher der Schweizer Armee. Das wäre der dritte Preis. Und bei mir gibt es zu jedem Preis noch ein kleines Überraschungspaket in einem wasserdichten Tatonka-Beutel. Was da drin ist, verrate ich nicht, weil Überraschung. Also dies wäre der dritte Preis. So, kommen wir zum zweiten Preis. Der zweite Preis bekommt wieder den M71 Notkocher der Schweizer Armee. Und zusätzlich bekommt er einen Tatonka-Becher. Diesen ganz normalen Händelmack, den jeder von euch kennt. Wer ihn nicht kennt, ich blende gleich mal ein Bild ein. Leider bestellt habe ich sie schon vor anderthalb Monaten. Gibt angeblich Lieferschwierigkeiten, aber bis Ende September sollen sie mir zugekommen sein. Und na, nun gut, ist dann halt für den zweiten Preis M71 der Tatonka-Becher und natürlich auch das Überraschungspaket. So, der erste Preis. Wie sollte es anders sein? Natürlich auch wieder den M71 Notkocher der Schweizer Armee. Dazu gibt es dann auch wieder den Händelmack. Ich blende nochmal das Bild ein. Und dann habe ich hier noch eine, da ist noch Schutzpapier rum, eine Nalgene Bottle, 1 Liter Weithals. Die gibt es dann natürlich auch noch für den ersten Preis. Und wie sollte es anders sein? Das Überraschungspaket ist auch wieder mit dabei. Ja, lecker. So, ich fasse dann jetzt nochmal zusammen. Wie gesagt, ich kann einfach nicht genug Danke sagen für eure fleißigen Kommentare, fürs fleißige Reinschauen, fürs fleißige Abonnieren. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr Abonnent meines Kanals sein. Ihr müsst mir Moos schicken, entweder an meine E-Mail-Adresse walking.eddy@firemail.de oder ihr müsst mir eine Videoantwort erstellen und unten unter diesem Video in den Kommentaren verlinken. Wenn ihr mir Fotos schickt über meine E-Mail-Adresse, willigt ihr automatisch damit ein, dass euer Foto bzw. euer kleiner Videoclip im Verlosungsvideo verwandt wird. Ihr könnt mir ganz gerne auch, wenn ihr nicht euren Klarnamen genannt haben wollt, könnt ihr mir natürlich auch ganz gerne in die E-Mail einen Nick reinschreiben, den ich verwenden darf. Das bleibt euch da selber überlassen. Genau, machen wir das so. Ich habe nochmal auf den Kalender geschaut. Am 30. Oktober 0 Uhr nachts ist also Schluss. Was am 31. um 0.01 Uhr eingesendet wird, nimmt nicht mehr teil. Dann, das ist nämlich ein Freitag, da kann ich dann am Wochenende in Ruhe die Verlosung machen. Und spätestens am Sonntag sollte dann das Verlosungsvideo online sein. So, ich hoffe mal, ihr habt alle Bock mitzumachen. Ihr schickt mir viele tolle Moos-Videos oder Moos-Bilder. Wie gesagt, ihr habt bis zum 30. Oktober Zeit, mir was Schönes zu schicken. Was natürlich klar sein sollte, ich werde nicht verraten, was in diesem Beutel ist. Das heißt, ich hoffe mal, dass mindestens einer der Gewinner, weil dieser Beutel, der wird ja dreimal verlost. Ich hoffe mal, dass mindestens einer der Gewinner dazu in der Lage ist, eine Videoantwort bzw. ein Unboxing-Video zu drehen und in diesem dann zu zeigen, was in diesem blauen Tatonka-Säckchen ist.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise ihr macht alle mit und ihr schaut beim nächsten Video auch wieder rein. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.